Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr selbstgemachte Leuchtpilze für eure Herbst- und Winterdeko herstellen könnt. Für unsere Leuchtpilzdeko brauchen wir als erstes einen Untergrund. Das kann zum Beispiel ein Ast oder ein Holzstück sein. Ihr könnt auch noch andere Naturmaterialien verwenden, wie zum Beispiel Tannenzapfen, Moos oder Eicheln. Außerdem brauchen wir eine kleine Lichterkette. Ihr braucht außerdem noch rote und weiße Acrylfarbe, eine Heißklebepistole und etwas Backpapier. Als erstes startet ihr damit, dass ihr eure Lichterkette einmal um euren Ast wickelt. Dabei ist es ganz praktisch, wenn ihr hier schon einmal darauf achtet, dass die kleinen Leuchtbirnen alle nach oben zeigen. Danach könnt ihr eure Heißklebepistole nehmen und eure Lichterkette mitsamt den Birnen an eurem Ast befestigen. Dies macht ihr so, dass alle von den Leuchtbirnen diese kleinen leuchtenden Stäbe nach oben hin zeigen, weil das werden jetzt später eure Stiele von euren Leuchtpilzen. Damit man die Drähte der Lichterkette nicht mehr so sehr sieht, habe ich dort, wo die Drähte zu sehen waren, mit Heißkleber noch etwas Moos aufgeklebt. Jedoch nur so viel, dass unsere Birnen noch gut zu sehen sind. Jetzt habe ich den Ast noch in ein kleines Tablett gelegt und dieses dann noch etwas weiter passend für den Herbst und Winter dekoriert. Hier könnt ihr zum Beispiel Naturmaterialien von eurem letzten Herbstspaziergang verwenden, wie zum Beispiel Eicheln, Kastanien, Blätter, Moos oder Tannenzapfen. Hier könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen und so dekorieren, wie es euch am besten gefällt. So sieht mein herbstliches Tablett jetzt erstmal aus. Und dann können wir uns auch schon um die Hüte von unseren Leuchtpilzen kümmern. Dafür braucht ihr als erstes ein Stück Backpapier und euren Heißkleber. Mit dem Heißkleber macht ihr nun kleine, ausgefüllte, flache Kreise auf eurem Backpapier. Genau so viele oder vielleicht etwas mehr, wie ihr Birnen an eurer Lichterkette habt. Wenn diese Klebekreise dann getrocknet sind, könnt ihr sie ganz einfach von eurem Backpapier ablösen, um sie dann als Pilzhüte zu verwenden. Dann nehmt ihr also einfach eure selbstgemachten Pilzhüte Stückchen für Stückchen von eurem Backpapier ab und klebt sie dann mit etwas Heißkleber auf die Spitzen von euren Leuchtbirnstäbchen. Ich finde es ganz schön, wenn man sich hier bei der Größe von den Pilzhütchen so ein kleines bisschen abwechseln kann, sodass quasi so kleine Grüppchen von unterschiedlichen Pilzen entstehen. Ich habe mir jetzt noch überlegt, dass ich es schön finden würde, wenn manche von den Pilzen wie kleine Fliegenpilze aussehen würden. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach nochmal meine rote und weiße Acrylfarbe geschnappt und habe die Hüte der Pilze dann erstmal rot grundiert und habe dann noch mit einem feineren kleinen Pinsel weiße Pünktchen drauf gemalt. Dann ist unsere zauberhafte Leuchtpilzdeko auch schon fertig. Besonders im Dunkeln, wenn man dann die Lichterkette angemacht hat, sehen die leuchtenden Pilze richtig magisch aus und zaubern außerdem ein tolles, warmes und gemütliches Licht. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Falls ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne meinen Kanal, um keins meiner Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal!